Ja, dass man Streams nicht so einfach so pausieren kann. Über einer YouTube-Aufnahme. Dass dann erst fortgesetzt wird, wenn ich dieses eine Pokémon habe. Das Spiel gibt mir jetzt Medity, das Spiel gibt mir jetzt Medity, das Spiel gibt mir jetzt Medity. So. Hab's jetzt dreimal gesagt. Alles bitte. Hundert Jahre später. Call me a witch. It's Medity. Mir irgendwie Angst. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wirklich auch nochmal kriegen. Okay, einmal Aquaknapp. Ja, setzt Ausdauer ein, das ist gut. Hast du gut gemacht. Für Medity wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Medity, das Meditations-Pokémon, Typ Kampf Psycho. Es schärft seinen Geist durch Meditation. Man sagt, es nehme jeden Tag nur eine Beere zu sich. Das Spiel gibt mir jetzt Pi. 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 Jetzt habe ich zu viel gesagt. Los, komm. Mist, ich wusste, das war zu viel. Zu viel ist gut. Na komm, ein Pokémon fehlt uns noch. Das kriegen wir auch noch in der nächsten halben Stunde. Story, von wegen Story. Pokédex vervollständigen, das ist meine Mission. Palim, palim. Das Spiel gibt mir jetzt Pi. Das Spiel gibt mir jetzt Pi. Das Spiel gibt mir jetzt Pi. Früher war es spannender. Muss diese Fähigkeit für mich nutzen. Das muss ich mal klippen. Ich möchte dieses Piep jetzt nicht angreifen. Ich glaube, das übersteht meine Attacke nicht. Deswegen bin ich jetzt Propeller. Ah, das habe ich jetzt nicht gelesen, nicht du so. Ich hab's verinnerlich gelesen. Okay, Pokédex. Wo ist Pi? Das Pi. Okay. Pi, das Stern vom Pokémon. Dieses Pokémon, dessen Silhouette einem Stern am Nachthimmel gleicht, soll auf einem Meteor hingereist sein. Okay.
Wo gibt es eigentlich Chanel? Habitat. Oh, kommt noch. Okay. So, dann können wir jetzt wirklich mal weitergehen. Haha, du bist doch nur ein Kind. Wie willst du denn einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Das hat jemand von Team Galactic auch behauptet. Und dann habe ich Staub aus ihr gemacht, ne? So, Kampf. Aquaknarre. Weiter kämpfen. Okay, ich schaue schon nebenbei. Auf dieser Seite gibt es kein Pokémon, das wir noch nicht haben. Das heißt, die Route kann man halt ohne wilde Pokémon überstehen. Oh, Kampf. Du hast da Revier, du kannst mal ran. Diese Karatekämpfer hier würde ich jetzt pulverisieren. Okay. Mal gucken. Haben schon so viele gesagt. Mir fehlt es immer noch an Kraft. Maybe. So, X-Kapsel. Okay, gegen den Trainer kann ich aber noch nicht kämpfen. Da brauche ich noch eine VM-Attacke. Okay. Jetzt habe ich auch auf ihren erster Stelle. Egal. Dann tausche ich es gleich aus. Ein Onix, ja. Pokémon. Komm, die kann auch mal was machen. Und jetzt der Blubstrahl. Ich bin sprachlos, aber mein Magen knurrt weiter. Okay. Einen Pokéball. Finden wir in einem Pokéball. Geht mich Sinn. Okay. Ein Intron.
Ich habe dich schon im Untergrund gefangen. Das brauche ich also nicht mehr. Daher, tschüss. Tschüss, Gopsi. So. So sieht's nach Pflanze aus. Okay, dann lasse ich mein Team mal so. Wie, du möchtest kämpfen? Ich wollte bei der Superwettbewerbsshow mitmachen. Aber wenn der Kampf nicht lange dauert, komm hier aus. Evelyn. Okay. Ich habe meine Honigbäume vergessen. Mist. Ja gut. Die Pokémon sind jetzt weg. Warte, die eigentlich Boss kriegen ja eigentlich immer. Ich hab's voll vergessen. Das ist blöd. Wäre bestimmt einmal ein Faxo dabei gewesen. Ich habe verloren. Aber du wolltest ja eh bei der Wettbewerb machen. Da hast du bestimmt bessere Karten. Zwei Trainer im Kampf. Lass uns diese wundervolle Szene in einem Gemälde festhalten. Ein paar Timimi. So, dann einmal Flücker. Musik. Was soll das jetzt? Macht komische Geräusche. Ein Mobile. Pokémon Wechselung. Ah, jetzt kann auch mal Naffi wieder ran. Tum, tum. Prachtvoll, ich glühe voll lauter Inspiration. Ist doch schön für dich. Gib mal was von deiner Inspiration ab. Sag kein Wort, nimm einfach das hier. Nein, nicht der Spirit Care. Nein, ich möchte nicht mit NPCs im Untergrund drehen. Nein. Bitte. Es wird lange dauern. Ich mache Offscreen dann immer so. 32, mache ich mal durch Abtage, also 4 Stunden. Das geht ja eh erst, wenn wir in Trostu machen. Alles abpflücken. Okay, dann pflanzen wir doch mal wieder ein. Und noch eine Moorbeere. Noch mal eine Sananabeere. Dann eine Nanabeere. Und dann vielleicht noch mal eine Sinnelbeere. Okay, und dann möchte ich gucken, ob meine Theorie jetzt richtig ist. Nicht wirklich, ne? Villa des Bärenmeisters. Gratis Bären für alle. Ja, gratis Bären. Nice. Tipps für Trainer. Nachdem du eine Bäre gepflanzt hast, achte auf die Farbe der Erde. Ist die Erde dunkel, hat sie genügend Feuchtigkeit. Ist sie jedoch hell, solltest du sie mit einer Gießkanne wässern.
Naja, was hältst du davon hell und dunkel? Also für mich ist das die Erde dunkler als das gegossen, aber egal. Nee. Vergisst du auch so leicht, wo du deine Beeren gepflanzt hast? Ja. Ja, das dachte ich mir. Das Problem kenne ich. Auf deiner Karte kannst du nachsehen, wo reife Beeren darauf warten, gepflückt zu werden. Da vergisst man jetzt irgendein Zubehör. Wie wäre es mit einigen Beeren? Alle Sorten sind aus frischem Anbau. Vielleicht ein anderes Mal. Alle nehme ich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast ja auch eine Bäre verdient. Eine Tamotbeere. Thank you, Bärenmeister. Thank you. Pipi? Wenn jemand die Stadt Herzofen erwähnt, denke ich sofort: Super Wettbewerbsshow. Ich werde mit meinem Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Herzofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinnohs gewählt wird. Jeder will hier leben. Wir sind in Herzofen angekommen. Wuhu! Haspiro, Haspiro, Haspiro! Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspiro wer weiß wohin gelaufen. So, Haspiro, zurück in den Pokéball mit dir. Mein Name ist Julia, ich bin Jurorin bei der Super-Wettbewerbsshow. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Naja. 1, 2, Step. 1, 2, Flip. Und Drehung. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Super-Wettbewerbsshow? Wohl es auch, würde ich mal behaupten. Hallo Luda, wärst du an einem Pokémon interessiert? Es wurde im Pokémon-Hort ein Trosto gefunden. Möchtest du es haben? Nur von mir aus. Augenblick, du hast ja gar keinen Platz. Okay, was könnte ich denn dafür ablehnen? Ja, hol ich mir später ab bei mir. Weil es durchhaben. Ich komme aus der Höhlenregion und bin hier nur zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich dummerweise verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. So viel Hilfsbereitschaft gegenüber einem Fremden, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch ich bin gerne hilfsbereit. Darf ich dir daher zeigen, wo sich die Wettbewerbshalle befindet? Nein, nicht nötig. Nein, das ist kein Auftrag, aber ich wollte mich erkundigen. Pokémon Fanclub, alle Trainer sind willkommen. Okay. Erstmal wieder eine halbe Stunde brauchen. Mit allen Leuten quatschen. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du dein Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was tust du dann? Nun, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knurs. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, sagen wir mal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knurz zu futtern. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel. Sagen wir mal, ich lasse es einen scharfen Knurz verputzen. Dann kann sich mein Pokémon auf eine geballte Ladung Coolness gefasst machen. Wie du siehst, sind Knurz sehr wichtig und gesund für alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du dir diese Knurzbox redlich verdient. Viel Vergnügen damit. Das wünsche ich dir. Füll sie fleißig mit vielen Knospen, die du dann großzügig an deine Pokémon verteilst. Mach ich. Oder auch nicht. Willkommen im Pokémon Fanclub oder in Staravia. Es mag dich schon gerne in deiner Gesellschaft zu sein. Oh, Staravia. Doch bestimmt schon die Knuddel-App, ne? Ja. Hallo. 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 Oder auch nicht. Aber ich wollte doch noch nicht. Dann ist es eine andere App. So.
Oh, es wird eine lange Erkundung hier. Leute aus der ganzen Welt schauen bei der Super-Wettbewerbshow zu. Was, wenn die ganze Welt meinen Charme verfällt? Was soll ich noch tun? Unsere Super-Wettbewerbshow und der Platz der Treue locken viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um die Stadt schön zu halten. Ja, wie viele Etagen gibt es hier? Okay, schauen wir nur einen. Okay. Das ist ja dann doch entspannend. Hier, diese Muschelglocke kannst du einem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Du erhältst eine Muschelglocke. Hier ist sonst niemand mehr. Kann ich mich hier hinlegen? Nö, kann ich nicht. Wenn ich mich ausruhen möchte, ist das sehr unpraktisch. Ihr seid nicht herzhilfsbereit. Wollte herzbereit sein. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Ich achte dann viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. Okay. 30 Jahre lang habe ich vollkommen allein in den Bergen gelebt. Dabei ist mir die Idee zu einem Tanz gekommen, mit dem ich die Super-Wettbewerbsshow gewinnen werde. Arena. Wir gehen einfach rein bei Ehren und ich werde gönnen. Hey, hallo, wie läuft es denn so, Trainer? Du willst doch sicher die Arena-Leiterin herausfordern, habe ich recht? Ja, das ist momentan nicht möglich, so leid es mir auch tut. Du willst wissen, warum? Ganz einfach, sie ist nicht hier. Schau einfach später nochmal vorbei, okay? Ich warte so lange hier. Aber Barry konnte schon gegen kämpfen.